Jo Leute und herzlich willkommen. Noch eine kurze Frage bzw. Information vor dem Intro. Und zwar wollte ich mal fragen, ob ihr denn aktiv die Vlogs schaut. Also wenn ja, dann gebt doch dem Vlog hier ein Like. Und ja, das wäre echt nice. Also viel Spaß beim Vlog. Und es wäre nice, wenn wir bei jedem Vlog etwa die 20 Likes schaffen können. Das gibt mir eine gewisse Motivation, die Vlogs weiterzumachen. Ja, vielen Dank. Ciao, euer Swiss. Jo Leute und herzlich willkommen zum vierten Vlog-Tag hier auf dem Kanal Swiss und Just Be Cool. Ja, wir sind wieder zurück von meiner Seite aus. Denn er hat schon voraufgenommen. Genau, vorher alleine, ohne Swiss. Ich war ganz alleine. Ja, gut. Und nämlich haben wir heute als Thema, dass das es jetzt hier über dem Pool hier solche Netze hat. Das und interessiert ein euch. Genau. Spaß beiseite. Und ja, nee, das ist natürlich nicht. Wir sind mal wieder an dem Pool, weil wir Pools so gerne haben. Ja, und, deshalb, ja. Wir haben es irgendwie in letzter Zeit mit den Pools. Ja, weil wir immer am Abend aufnehmen und zwei Pools einfach hell ist und hell. Sonst nirgendwo. Hell, Alter, du zoomst ja auch richtig rein, Mann. Ich könnte das auch machen. Egal, schaut, da ist im Fall voll die krasse Lampe, die gibt im Fall. Ja, 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 genau. Sehr interessant. Nee, aber eigentlich so ein richtiges Thema haben wir nicht zum Ansprechen. Jo. Und ja. Hier war gerade die Kamera von Swiss. In der Aufnahme. Hi, servus. Ja, das ist meine Kamera, genau. Ja. Übrigens, wen es interessiert, das ist eine Sony Handycam. Und ja, also. Ich nehme mit einer, wie heißt die, hab keine Ahnung, wie die heißt. Okay, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen kurzen Cut, bis wir uns ein Thema überlegt haben. Und dann sehen wir uns gleich nachher. Ciao, euer Swiss. Jo, Leute, und herzlich willkommen zurück. Nämlich haben wir jetzt ein paar Themen herausgefunden, unter anderem eins von Just Be Cool und eins von mir. Und zwar würde ich sagen, fange ich gleich mal mit meinem Thema an. Nämlich ist das ein bisschen, sagen wir mal, Respekt gegenüber Intro-Erstellern. Zum Beispiel mir oder auch anderen Designern, denen mir, also von die mir gesagt haben, ja, dass es halt bei ihnen auch so ist. Naja, auf jeden Fall hatte ich letztens in Skype, hat mir wer geschrieben, beziehungsweise hat zuerst Kommentar geschrieben, ich bekomme noch ein Intro. Da habe ich mir gedacht, ey, what the fuck, wer bist du? Und nachher habe ich geschrieben, ja, wieso? Da schreibt er, ja, weil ich bei dem und dem etwas gekauft habe und er mir gesagt hat, ich bekomme dann ein Intro von dir. Das heißt mal, der hat mir gar nichts gesagt. Und nachher kam der einfach so zu mir, ja gut, mach mir ein Intro. Nachher habe ich gesagt, ja okay, nee, mach ich nicht. Meld dich wieder, wenn du 200 Subs hast. Hat er sich jetzt gemeldet. Habe ich, glaube ich, vor 3 Tagen das Formular ausgefüllt bekommen. Und zwar habe ich ihn dann auf Skype geredet und er schreibt mir, wann hast du das Intro fertig? Habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, ich bin jetzt in Dubai und kann nicht machen. Nachher sagt er, kann ich kein Intro machen. Nachher sagt er, ja, allen anderen machst du ein Intro, aber mir nicht. Und also, das habe ich jetzt schon ein bisschen, ein bisschen respektlos gefunden, denn ja, ich habe gar niemanden in dieser mehr. Zeit ein Intro gemacht. Nachher kam er noch so, ja, guck. Ich kann mal gucken. Vielleicht habe ich auf Skype noch seinen Chat. Ich sollte jetzt vielleicht mal meine Kamera dahinstellen. Ja, du musst ein bisschen näher. Also, so, ich suche mal den Chat. So, jetzt muss ich ein bisschen näher kommen. Ich suche mal, ob ich den Chat noch finde. Denn dann kann ich euch das zeigen bzw. vorlesen. Ich werde den Namen nämlich nicht sagen. Ich möchte hier keinen haten. Aber einfach, wenn das Video siehst, also. Ist schon ein bisschen hart, unanständig, ne? Jo Leute und herzlich willkommen zurück nach einem Cut. Und zwar habe ich den Chatverlauf zwar nicht mehr gefunden, aber eben, der hat mir so geschrieben, ja, guck, mach mir ein Intro. Ja, wann bist du fertig? Habe ich ihm geschrieben, ja, nee, ich kann kein Intro machen. Ja, du machst jedem Intro, aber mir nicht. Da schreibe ich, ja, nee, sicher nicht. Und nachher schreibt er halt noch weiteren Scheiß und so weiter. Oder auch noch ein anderer zum Beispiel
machst du mir ein Intro? Danach habe ich gesagt, nein. Also beziehungsweise doch, ich habe gesagt, machst du mir, hat er gefragt, machst du mir ein Intro? Da habe ich gesagt, ja, sicher, du musst einfach 5 Euro zahlen und 5 Euro ist ja echt nicht die Welt. Und nachher kam wer, hat mir gesagt, ja guck, ich kenne einen, der macht es gratis. Nachher habe ich dem gesagt, ja und? Nachher hat er gesagt, ja, ich gebe dafür kein Geld aus, wenn es gratis geht. Aber ich habe, der hat doch mein Formular ausgefüllt und da steht doch, dass es kostet. Sorry, aber das ist behindert. Nö, also, ich verstehe solche Leute nicht. Wegen 5 Euro irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten die so geschrieben, ja, ich kenne da andere Leute, der hat bis jetzt übrigens noch kein Intro. Ja, und man merkt schon, wie er andere Leute kennt, die es gratis machen, weil er jetzt ja schon so viele Intros hat. Naja, egal. Das wäre es eigentlich auch schon mit diesem Thema und auch mit diesem Vlog. Also sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Oi.